Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir haben die Lichtung aufgesucht und ehrlich gesagt ist hier einfach nichts. Ich habe gesucht, ich habe gewartet bis nachts und gehofft, dass irgendwas passiert. Es ist einfach nichts passiert. Ich würde sehr, sehr gerne... mich noch ein bisschen umhören. Ich bin ein bisschen verwirrt. Was haben wir hier? Befrage Radan den Köhler. Na gut, gehen wir zu Radan den Köhler, ne? Ja, gut, ich reite einfach dahin. Ich weiß nicht, ich habe Gefallen daran gefunden, einfach überall hinzureiten. Moment. Vielleicht weiß sie etwas. Sie ist ja hier direkt in der Nähe. Ach, sie schläft natürlich. So, da sitzt sie. Weißt du vielleicht etwas darüber? Ich war beim Sabbat der Uschitzer Weiber. Und wie lief's? Die Weiber haben einen Veitstanz aufgeführt, weswegen die Holzfäller dachten, es wären Hexen. Sie fuhren unter sie, wollten sie tothauen. Jesus Christus. Und wie ging es aus? Ich habe sie alle getötet. Getötet? Allmächtiger. Du hast die Männer getötet, die bloß nach dem Rechten sehen wollten? Ich hatte keine Wahl. Sie wollten die Hexen um jeden Preis töten, mit denen war nicht zu reden. Es tut mir leid. Heilige Maria, Mutter Gottes, du weißt, dass ich's gut meine. Vergib mir und sei mir gnädig in meiner letzten Stunde. Und was dich betrifft, geh besser. Sehr nett. Kann ich Übung bei dir machen? Bitte was? Könntest du mir etwas über Heilkräuter beibringen? Willst du mich verarschen? Ich soll dich unterrichten nach allem, was... Natürlich. Sie baut Scheiße, ich bade den Mist aus und dann will sie mich nicht mal mehr lehren, ja? Leck mich doch. Ich hätte es ihr niemals sagen dürfen. Was zur Hölle? Die Wilderer waren hier. Okay. Verrückt. Vielleicht sehe ich sie ja noch. So, Mr. Herr Köhler, hier bin ich wieder. So sprechen wir uns erneut. Glück und Gesundheit. Thomas hat dich beim Wildern gesehen. Ein Kerl aus Talmberg meinte, dich beim Wildern gesehen zu haben. Was hast du dazu zu sagen? Hast du gehört? Hast du nichts zu sagen? Hast du denn nichts zu der Angelegenheit zu sagen? Ich bin kein Wilderer. Ich hab da was anderes gehört. Ich bin trotzdem kein Wilderer. Bitte was? Oh, Radan, Redekunst null. Cool. Hat man dir gesagt, welche Strafe Wilderern droht? Nein. Nein? Natürlich nicht. Wüsstest du es, wärst du nicht so dämlich gewesen, mitzumachen. Ich bin kein Wilddieb. Genau, weil du in Wahrheit der Papst bist. Was? Ist der doof, ey. Ach, nichts. Nur damit du's weißt. Hier in der Gegend ist es üblich, Wilderer zu hängen. Ich will nicht hängen. Nein? Dann sorge dafür, dass das nicht passiert. Wie? Fürs Erste würde es reichen, mir zu verraten, wo ich deine fröhlichen Wilderergesellen finde. Ich glaube nämlich nicht, dass du der Anführer von dem Haufen bist. So ist es. Also, raus damit. Die nehme ich nur hin und wieder mit. Also schön.
Aber du weißt, wo ich sie finden kann, oder? Yep. Und wo wäre das? Auf der Lichtung. Ist das ihr Treffpunkt? Dort ist ihr Lager. Und wo ist diese Lichtung? Ein Katzensprung von hier. Geht das auch genauer? Hast du eine Ahnung, wie viele Lichtungen es hier in den Wäldern gibt? Hab ich nicht. Tut mir leid. Oh Mann. Wo ist die Lichtung mit ihrem Lager? Wie komme ich dahin? Den Pfad von der Jagdhütte runter. Geh beim großen, geborstenen Baum in den Wald. Nach Osten. Nun gut. Ich hoffe, das finde ich. Ist der doof, ey. Okay, was haben wir denn da noch? Okay, bei der Schenke muss ich mich auch noch umhören. Fertig? So, beim Jägermeister muss ich mich auch noch melden. Vorher möchte ich nochmal gerne mit seiner Frau reden. Aber vorher. Ich meine, wenn schon, denn schon, ne? So. Langsam wird es ermüdend, hier hin und her zu laufen. Okay, alte Dörnte steht einfach nur rum. Guten Tag. So, Übung? Axt? Ich möchte besser. Willst du mich ver... Mag mich überhaupt niemand mehr? Mit wem soll ich denn reden? Wie steht's? Gibt es hier in der Gegend Probleme? Nichts, womit wir nicht fertig werden. Ich kann nicht mit ihm reden, das ist ein Arschloch. The fuck? Hat hier wirklich niemand was zu sagen? Was benötigst du? Ich würde gerne etwas über die Wilddiebe erfahren, die hier die Wälder unsicher machen. Was ist mit denen? Ich habe mich bloß gefragt, ob du eine Idee hast, wer es sein könnte. Thomas von den Bädern hat sich in der Schenke über sie das Maul zerrissen. Oh. Ja gut, das haben wir erledigt. Sehr schön. Gott sei mit dir. Ich würde gerne etwas... Davon weiß ich nichts. Wenn du auf Klatsch und... Wenn der heraus was Brader weiß. Ach Gottes Willen. Bist du Brader? Ach Mann, wer ist jetzt Brader? Jan der Pfeifer ist tot. Ferdi, komm. Wir reiten mal wieder. Ich kann nicht mehr. Oh, dieses Hin- und Hergelaufe. Oh, ist das schlimm. Ach Gott. Ja, Maus, danke, dass du nicht funktionierst. Nächster Schritt. Gelobt sei Jesus Christus. Ja, ja. Wilder Diebe. Ihr habt Ärger mit Wilderern? Allerdings, ja. Ganz schön geschäftig, das Pack. Sie erlegen mehr, als sie tragen können. Hab schon öfter ein Kadaver im Graben liegen sehen. Okay, sie lassen das Wild einfach liegen? Ja, das kann ich bestätigen. Ich hab's gesehen. Weshalb würde jemand seinen Fang einfach wegwerfen? Das leuchtet mir nicht ein. Lose Zungen behaupten, die würden das nur tun, um den Grünrock zu ärgern. Weißt du, wer die Wilderer sind? Irgendeine Idee, wer die Wilddiebe sein könnten? Wenn ich's wüsste, würden sie schon am Strick zappeln. Erzähl mir nicht, dass dir nicht zu Ohren kam. Ich habe gehört, dass Thomas, der Bursche aus dem Badehaus, sich das Maul vor kurzem zerrissen hat. Er meinte, er würde sich im Wald etwas Wildbret für die Dorfschönheiten besorgen. Verstehe. Kenn ich schon. Hat irgendjemand die Wilderer selbst gesehen? Nein, nur das tote Wild, das sie liegen lassen.
Aber Betty, das Weib vom Schmied, hat ihr Treiben beobachtet. Treiben? Was genau meinst du damit? Mehr hat sie nicht gesagt und mir war's egal. Den Grünrock ärgern? Weshalb würde jemand den Grünrock ärgern wollen? Er ist nicht der beliebteste im Dorf, das weiß jeder. Und dann gibt's noch die, die sagen, Hanekin Hase wäre zurück. Hanekin Hase? Wer ist Hanekin Hase? Du bist nicht von hier, was? Der Hase ist sowas wie eine Talmberger Legende. Er war hier einst der Jägermeister. Doch dann ist er abgehauen. Wohin ist abgehauen? Und wo ist er hin? Das weiß keiner so recht. Es heißt, er hält sich in den Geheimgängen unter der Burg versteckt. Aber das sind doch alles Märchen. So wie ich das sehe, liegt der Mausetot unter der Erde. Weshalb ist er abgehauen? Und weswegen? Wie es der Zufall so will, weiß ich das ganz genau. Irgendein blaublütiger Pfau kam nach Talmberg und eine Riesensache wurde daraus gemacht. Dabei hat sich der Hase mit einem Waffenknecht zerrauft und ihn in den Burggraben geworfen. Der arme Teufel hat sich das Genick gebrochen. Sie haben sich den Hasen geschnappt, aber bevor es vor Gericht ging, nahm er Reißaus. Das klingt doch ein bisschen plausibler als der andere Dreck, den ich gehört habe. Weshalb würde jemand Nikolas... Wegen seiner Gattin Margit. Der Hase hat damals ein Auge auf sie geworfen, aber sie hatte nichts für ihn übrig. Er war fuchsteufelswild deswegen. Tja, als er weg war, bekam Nikolas seinen Posten. Na gut, etwas anderes. Ich möchte dich... Das war's. Danke. Reden wir nochmal mit Margit und dann mit dem Jäger nochmal selbst persönlich. Dann habe ich die Schnauze voll. Dann soll's zu Ende gehen, bitte. Ach, Margit ist gerade da. Okay, Margit ist C. So, Margit, ein letztes Mal. Ich wüsste gerne etwas über den Hasen. Tut mir leid, aber darüber will ich wirklich nicht reden. Das genügt mir. Da, verdammt. Ich würde Na gut, reden wir mit ihrem Mann und alles gut. Schade, wir konnten sie nicht überreden, mehr zu sagen. Sei froh, dass ich dich nicht töte. Nur mal so nebenbei. Bin wieder zurück. Tag. Hey. Wegen Hanekin Hase. Ich habe einige wilde Geschichten über den Hasen gehört. Die Leute klatschen nun mal gerne über frühere Tage. Hab selbst die verrücktesten Dinge gehört. Und was hat sich damals wirklich ereignet? Der Hase war hochnäsig, ist mit nichts hierher gekommen außer seinem blanken Arsch und hat sich eingebildet, alles haben zu können, nur weil er von edlem Geblüt war. Welche Rolle spielte Margit? Und welche Rolle spielte deine Frau? Er hatte ein Auge auf sie geworfen und sie wollte ihn nicht. Das ist alles. Aber es hatte nichts mit dem zu tun, was später war. Was ist aus ihm geworden? Was ist aus ihm geworden? Davon musst du gehört haben. Er hat einen von Herrn Heinrich von Leipers Männern ermordet und hätte hängen sollen. Aber er konnte aus dem Kerker fliehen und ward nie mehr gesehen. Wie hat er das angestellt? Das weiß keiner. Aber ich wette, er hatte Hilfe von jemandem aus der Burg. Von deiner Frau, mein Freund. Ich habe gehört, der Hase war ein Hexer. Ich habe gehört, er war ein Hexer. Und ich, dass zu Weihnachten auf dem Rataja Galgenberg die Rosen blühen. Ein Hexer. Ha! Er war ein ganz gewöhnlicher Unruhestifter, mehr nicht. Das wäre alles. Was kannst du mir so beibringen, jagen? Ich wäre gern... Willst du mich verarschen? Ich wäre gerne... Willst du mich verarschen? Ich soll dich unterrichten. Er hat doch nur einen Typen getötet. Für dich. Hanekin Hase? Ich will mehr über den Hasen. Ja. Okay, kennen wir alles schon. Das wäre... Ich weiß, wo sich die Wilderer treffen. Zumindest eine gute Nachricht. Sag schon, wo stecken sie? Genau genommen nicht weit von hier. Bei der Lichtung in der Nähe. Verstehe. Die Stelle haben sie ausgewählt, um mich zu verhöhnen. Aber jetzt können wir sie dingfest machen.
Ja, begib dich zur Burg und sag Hauptmann Robert, er soll Männer schicken. Kommst du nicht mit? Warte, du kommst nicht mit? Ich habe viel zu tun. Sicher hast du das. Feigling. Ich wüsste gerne etwas über den Hasen. Tut mir leid, aber ach, das genügt mir. Ich hab gehofft, dass jetzt noch was bei rauskommt. Okay. So. Dann gehen wir jetzt in die Burg und freuen uns einfach nur einen Keks, dass wir es geschafft haben. Meine Fresse, was eine Quest. 2 Folgen lang. Hammerhart. So, wo ist der jetzt gerade? Ich glaube, der ist da hinten am Übungsplatz wieder. Da haben wir ihn zuletzt gesehen. Da ist er doch. Gott sei mit dir. Erstmal Trophäen übergeben. Ich habe Trophäen. Zeig her. So. Ich bin wegen der Wilddiebe hierher. Oh, du bist also derjenige, von dem Nikolas geredet hat. In Ordnung. Ich gebe dir ein paar Männer mit. Bereit aufzubrechen? Bin bereit. Ja, Herr. So, nu? Hallo? Wahrscheinlich treffen wir uns bei der Lichtung, oder? Was ist die Lichtung? Erkunde die Lichtung. Ja, aber was jetzt? Wollte ich verarschen? Finde raus, ob Margit, sprich mit Jan, hör dich in der Schenke um, erkunde die Lichtung. Das ist eine Verarschung. Dann begann aufzuspüren, die letzte Zeit immer wieder. Ja, die einzige Lichtung, von der ich momentan weiß, ist die da oben. Ja, dann, ich weiß nicht. Was nu? Ist die Quest kaputt? Ja, hier ist nichts. Bin ich da etwa in einen Bug getreten? Oh, das wäre jetzt grausam. Okay, mache ich mich selber auf, die Lichtung zu finden. Was meinte er am Bach entlang? Irgendwie so ähnlich, ne? So, die drei, die von Betty erwähnte Lichtung liegt in den Wäldern nördlich von Thalmberg. Wenn ich den Weg nehme, der am Kohlerlager vorbeiführt, sollte ich drauf stoßen. Es könnte sich lohnen, nach Spuren der Feiernden zu suchen. Hauptmann Roban hatte keine Einwände und stellte umgehend einen kleinen Trupp zusammen, den ich ins Herz der Wild verstecken, okay. Jägermeister im Verdacht, die Schenke, Jan Pfeiffer. Ja, das Einzige, was mir die Quest sagt, ist, dass ich jetzt die Typen dingfest machen kann. Aber das ist doch Schwachsinn. Nicht weit von seinem Zuhause entfernt soll eine Lichtung sein. Hier ist ein Lager. Da ist ein Lager. Da ist ein Lager. Okay, ich gehe hier einfach rein und gucke, ob ich da irgendwelche Typen finde, die wildern, und dann töte ich sie. Fertig ist. Ja. So, die Frage ist nur, ob die hier sind. Bingo. Aber hier ist niemand. Das war hier, wo ich die Truhe geöffnet habe, ne? Ja.
Okay, ich würde sagen, ich warte mal, bis die Nacht hereinbricht, dann komme ich einfach wieder. Hallo Hase. Nein, ich bin kein Wilderer. Ich bin im Auftrag von Herzog, hast du dich gesehen hier, um dich zu töten. Ich vergesse immer, dass mein Bogen jetzt nicht mehr automatisch schießt. Boom! Okay, Rest lasse ich liegen. Okay. Niemand hier, ey. Ist kacke. Also, ja, das nächste Lager wird da, aber ich glaube, die Quest ist einfach verbuggt. Wir haben die Unterstützung nicht bekommen. Hier ist das perfekte Lager, was auch in der Nähe ist. Ein totes Wildschwein liegt hier. Ich denke mal, die Quest ist einfach verbuggt. Dann würde ich sagen, lassen wir die Quest erstmal sein. Zur Not werden wir später halt einfach den Jägersmann töten. Und dann nehmen wir uns halt eine andere Quest vor. Schade. Schade, schade, schade. Gut, ja, laufen wir direkt dahin zum Questgeber und gucken uns eine neue an. Ich würde sagen, da sehen wir uns dann morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.